Herzlich willkommen bei Close to the Action. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute bei mir begrüßen darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Und wir gehen mal so ein bisschen zu deinen Anfängen. Du kommst ja aus einer Schauspielerfamilie. Wann hast du selbst so den Beruf Schauspieler für dich entdeckt? Erstmal gar nicht, denn ich bin eigentlich der Grund, ich bin das dritte Kind von meiner Mutter. Und das war der Grund, dass sie es, weil auch diese Eltern sich getrennt haben, auch wenn sie freundschaftlich lebten bis zu seinem Lebensende, trennten sie sich und ich war ihr dann als Schauspielberufs nebenbei zu viel. Also sie hat dann sozusagen den Beruf verlassen und das ist ja auch eine Theaterstadt Meiningen und ich habe sozusagen, das Bizarre war, dass ich in einem Kino aufgewachsen bin. Also wir wurden wegen Kinderreichtum und alleinstehend und so, kriegten wir Wohnraum zugewiesen im städtischen Kino obendrin. Das war für mich natürlich das Paradies, weil ich war der Kinochef in Meiningen, also in meinem Alter und Theater hat mich erstmal gar nicht interessiert. Und wann hast du so entschieden, ja, Schauspieler, das könnte mich interessieren oder wolltest du erstmal was ganz anderes werden? Ich wollte, wie viele, das hat mit meiner Generation, der indirekten Nachkriegsgeneration durchaus zu tun, eigentlich zur See fahren. Weil irgendwie dieses Ding war so beides möglich, nicht aufmüpfig werden zu müssen und trotzdem rauszukommen. Ich sag's mal so, also DDR, ne? Das sage ich auch ganz, das sage ich nicht mehr selbstkritisch, das sage ich ganz einfach als Mensch. Und als ich die Sehtauglichkeitsprüfung aus sogenannten gesundheitlichen Gründen, wie sie später herausstellte, hatte man einen Weg gesucht, weil ich ein sehr guter Schüler war, mir keinen Pass in die Hand zu drücken, weil ich Westverwandte hatte. War es dann sozusagen, weil ich ja mich für Kino und Schauspielerei durchaus interessierte, hatte ich mich mal ganz einfach beworben und habe gleichzeitig an einem sogenannten betriebsgebundenen Arbeitertheater begonnen. Das war eigentlich das gemeinsame Blutlecken. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden, musste noch zur Wehrpflicht für anderthalb Jahre und danach bin ich zur Schauspielschule. Und als ich dort mindestens oder höchstens, ich würde mal gefühlt 10 Minuten war, wollte ich nichts anderes als Theater machen. Wie war so deine Zeit auf der Schauspielschule? Was hast du mitgenommen? Ich sage zu meiner damalig bestbefreundeten Kommilitonin Kirsten Block heute noch, das war so die seelisch-körperbildendste Zeit, die ich hatte. Das war den Mut zu erlernen zur Auseinandersetzung, auf der einen Seite den Mut zu erlernen, sich, seinen Körper, seine Psyche auszuliefern, auch in andere Hände, und zwar sich einzuordnen, nicht sich unterzuordnen. Das hat an dieser Schule, in dieser Zeit, in diesem Zeitfenster, in dem ich dort war, sowas von reich funktioniert, dass ich das ganz, ganz viel mitgenommen habe. Auch Grundanlagen, die ich heute weiß, stammen daher auch an viele Sätze, die mir Lehrer oder Kommilitonen oder die in den Auseinandersetzungen gelaufen sind, gehören zum täglichen Gepräge der Argumentation dazu. Also für mich war das unglaublich wichtig und auch unglaublich schön, provozierend, traurig vieles und vieles sehr glückhaft. Wenn du deinen Beruf definieren müsstest, was Schauspiel für dich persönlich besonders macht, wie würde diese Definition lauten? Ich glaube, dass der Mut zum Spiel in einer Konfliktsituation sehr wichtig ist. Mut zum Spiel, nicht mit der Konfliktsituation an sich zu spielen, sondern mit den Möglichkeiten, mit den seelischen Möglichkeiten. Ich habe immer gesagt, es ist eine Mutmacherfunktion. Und zwar nicht nur für den, der unten sitzt und eventuell etwas von ihr mitnimmt, sondern auch für einen selber. Eine Mutmacherfunktion, weil wir in diesem Leben so oft angehalten sind durch das psychologische Gefüge von Macht, eigentlich uns für die Feigheit zu entscheiden oder entscheiden zu müssen, manchmal auch klugerweise. Und ich darf es als Spieler, darf ich mich ganz mutig äußern und muss das auch. Aber ich muss natürlich auch ein Stück weit davon leben und mitnehmen bei mir selber. Und ich glaube, die Schauspielfunktion, wenn man dieses wunderbare deutsche Wort mal ganz genau nimmt, Schau, wir spielen miteinander jetzt im Leben herum. Und das ist für mich Theater. Und das gibt's auch in den sogenannten, sagen wir mal, Schwestermedien wie Internet oder Film, Fernsehen.
Gab es zwischendrin mal Zweifel, ob das, was du machst, ich sage jetzt mal, die richtige Entscheidung ist? Also, dass ich in Richtung Theater und Schauspielerei gehe, daran habe ich nie gezweifelt. Ich habe an meinem Talent während der Schauspielschule gezweifelt, denn wir wurden dort schon auch hin und wieder an die Grenzen geführt, wo du dir überlegt hast, sag mal, gehe ich da morgen überhaupt wieder hin, sich dem zu stellen? Ich glaube nicht, dass das Programm der Schule war. Ich glaube, dass das mit jedem Einzelnen und zwischenmenschlichen Beziehungen immer zusammenhängt, denn auch ein Dozent hat Macht über einen Studenten. Aber ich habe auch gelernt, wie viel Macht im positiven Sinne, Macht als Macher, ja, ich auch gegenüber einem Dozenten ausüben kann. Wenn ich mich dafür entscheide, mich nach einem Faustschlag mitten aufs Maul nicht gleich auf die Bretter zu legen und auszählen zu lassen, sondern es gab es schon, aber es gab auch jeden Tag in meiner Tätigkeit Zweifel, aber grundsätzlich nein. Seit 2010 bist du auch noch Intendant am Neuen Theater in Halle. Wie bist du so an diese neue Aufgabe herangegangen? Also, ich zitiere mal was. Kürzlich war ich eingeladen bei der Oberbürgermeisterin zu ihrem Geburtstag, die mich einstellte damals und in dem großen Gespräch des Aufsichtsrats mich fragte, was ich denn, womit ich mich denn, wo ich mich definieren würde, warum ich meine, das machen zu können. Und ich habe damals gesagt, es gibt ganz viele Manager, es gibt ganz viele Anwälte, es gibt Finanzspezialisten und, die Intendanten werden. Aber es gab auch mal Shakespeare, Molière und so weiter, Konrad Eckhoff und so. Und ich wollte sagen, dass auch in diesen Zeiten es möglich ist, ein Ensemble aus der Mitte des Schauspielberufs herauszuleiten. Und das fand sie spannend. Und das war so, sagte sie mir mal, ihre Initialzündung zu sagen, oh, sie würde gerne ein Wort damit dadurch beim Aufsichtsrat für mich einlegen. Und das ist es auch. Na klar, ich bin Schauspieler, ich bin ein Regisseur geworden. Das ist alles miteinander entstanden. Und irgendwann, das hängt schon mit der Schauspielschule zusammen, habe ich gelernt, auch durch die Schauspielschule Verantwortung zu übernehmen, auch für Projekte. Und jetzt eben auch Verantwortung für Inszenierung und dann eben auch Verantwortung für einen, ich will es mal jetzt, Betrieb nennen. Wie würdest du sagen, hat sich so der Beruf des Schauspielers in den letzten Jahren verändert? Ich finde sehr. Es ist ein bisschen vergleichbar. Jetzt, ich bitte meinen Kollegen vom Fußball und den Kollegen vom Theater diesen Vergleich immer um Verzeihung. Aber im Fußball, der ist so unglaublich schnell geworden und anders körperlich geworden und entscheidet sich heute auf ganz anderen Modulen als früher. Und das ist mit dem Schauspiel nicht anders. Ich weiß gar nicht, ob ich mit meinen Fähigkeiten, die ich damals auf die Bretter brachte, zur Aufnahmeprüfung, ob ich heute damit noch durchkommen würde, weil eine hohe Agilität, Körperlichkeit, eine Authentizität, wie das heute oft heißt, sehr stark verlangt wird. Aber ich zweifle auch gleichzeitig daran. Also ich zweifle an der Veränderung, weil wir sind ein Live-Medium und das einzige Live-Medium, was live bleiben muss, weil es nichts anderes als live gibt. Und dazu gehört nun mal unsere Sprache, dazu gehört unser körperlicher Ausdruck und nicht nur das Abbild des Lebensgefühls über die Medien, die alles verschnellern, Verkehrsmittel, die alles verschnellern. Und wir versuchen ja letztendlich im Moment das Leben, was uns über die Medien geliefert wird, eigentlich im Leben nachzuspielen und fühlen uns tempomäßig unterlegen. Und dabei sind wir immer noch das Tempo, was real abläuft. Und um dieses Tempo, was real abläuft, bemühen wir uns. Also da eine Lupe draufzulegen, auch von mir ist eine Zeitlupe manchmal. Und dazu gehört die Ausbildung der Sprache so eminent, weil sie letztendlich unsere gesamte Genesis des Kulturschutzes, Kunstschutzes und Kulturschutzes bedeuten kann. Und darin bedauere ich manchmal, dass es eine einseitige Veränderung gibt oder eine Gewichtsverlagerung. Aber das sind auch hier wieder Zeiterscheinungen. Ich glaube einfach, dass man nur zugewandt bleiben muss und ich auch sehr, sehr viele Kollegen entdecke, die das, was ich jetzt eben angesagt habe, an Tempo, an Körperlichkeit, an Authentizität mitbringen, aber das andere noch nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das halte ich auch für meine Aufgabe, dann auch den Mut zu haben, zu sagen, so Freund Blase, und jetzt kümmern wir uns noch um das andere miteinander, weil du gefällst mir nämlich. Und es hat mit seelischer Zuwendung und Unterscheidung der Leute nichts zu tun. Ich finde es ganz toll, dass sich dieser Beruf auch so immer noch im Vordergrund entwickelt. Das ist das Wichtigste und das finde ich schön. Aber ich glaube, wir müssen ganzheitlich, wir sind Traditionsbewahrer auf der einen Seite und wir sind Konventionsbrecher auf der anderen Seite und wir sind Experimentalisten wieder auf der dritten Seite.
pyramidenmäßig. Würfel gibt's nicht, alles klar. Einen sehr großen Erfolg hast du ja mit der Serie Club der Roten Bänder gefeiert. Da hast du die Rolle des Benitos gespielt. Allerdings wolltest du die so zu Beginn der ersten Staffel erstmal ablehnen. Wie kam es denn dazu? Ach, das war so tragisch. Ich habe die Outlines gelesen, also das sind diese kurzen Beschreibungen der Szenen, der Figuren und so und des Verlaufs der Geschichte und fand das ganz, ganz großartig und war so, ich bin Intendant eines Hauses, ich kann hier nicht in die Serie einsteigen und so. Und das, was an Zeiträumen bekannt gegeben wurde, schien mir nicht möglich und da habe ich das an meine Agentur gesagt, gib das mal zurück mit ganz herzlichen Grüßen. Ich bedanke mich sehr für dieses, es war schon ein Angebot. Aber ich kann es leider nicht eingehen. Das tut mir auch sehr weh, aber das ist so im Leben. Und ich krieg 14 Tage später die Dialogbücher zugeschickt, so ungefähr 14 Tage. Und sagt meine Agentur nochmal, ey, das ist sozusagen eigentlich die Arbeitsvereinbarung. Ihr müsst das jetzt nochmal denen klar sagen. Ach, hat derjenige Kollege das nicht gesagt? Was denn? Die haben alle Terminzeiträume verändert, genauso, wo du eigentlich kannst. Aha. Nee, die hatten nämlich keinen Plan B, die hatten nur dich im Plan A. Und das war so toll, das fand ich so toll. Und wenn ich den ganzen Urlaub wegschmeiße, ist mir egal, das Projekt will ich unbedingt machen. Und ich bin heute über diese Entscheidung natürlich wahnsinnig glücklich. Benito ist ja für den Club der Roten Bänder, beziehungsweise auch besonders für Leo, so eine Art Leitfigur. Die Serie hat sehr viele Menschen berührt. Gab es da so Momente, wo auch die Zuschauer in dir einen Benito gesehen haben und dich auch um Rat gefragt haben? Ja, das ist geschehen. Also das ist übers Netz geschehen, sich sehr doch immer wieder. Oder ich wünschte mir einen solchen Begleiter. Ich habe Krebs, das und jenes und so. Wenn ich doch mit einem Benito wie dir reden könnte und, und. Natürlich antworte ich hin und wieder auch darauf oder versuche auch bei vielen Veranstaltungen, die ja begleitend sind, für die Serie dabei zu sein, um ein möglichst viel davon auch abgeben zu können. Aber das hat mich sehr stark berührt. Und ich habe auch Angst gehabt vor der Rolle. Gleichzeitig, so groß die Chance ist, war es immer wieder nach diese begleitenden, beratenden Personen, die dann sehr gesetzt und langsam irgendwelche Lebensweisheiten erzählen. Und da muss ich einfach mal den Autoren sagen, das ist eines der Textbücher, wo ich so gut wie kein Wort verändern musste. Weil die haben mich gewusst und die wussten nur, wie ich ticke, offensichtlich, haben sich damit beschäftigt und haben ganz tolle, finde ich, Shakespeareske Dialoge geschrieben, die mir sehr viel Freude gemacht haben. Ja, die Reaktionen sind sehr, sehr stark und ich bin auch mit einigen gesunden, auch wie kranken Menschen, über diese Serie freundschaftlich verbunden und auch im Alltag beschäftigt. Die letzte Staffel lief jetzt Ende letzten Jahres. Habt ihr noch Kontakt untereinander? Verbindet diese Kraft, die diese Serie ausgestrahlt hat, verbindet die auch nach den Dreharbeiten noch? Ja, auf jeden Fall. Also ob das Bernd Reichert von Vox ist oder die Frauke, die bei Bantry Bay, also bei der Produktionsgruppe, das alles gemacht hat. Oder natürlich Tim Oliver und einige der Schauspieler, also eigentlich von den alle möglichen, da verbindet mich. Ich bin auch ab und zu in Köln und wenn dann besuche ich mal mit oder spricht man miteinander. Das verbindet, weil ich war ja aus der dritten Staffel nicht raus, auch wenn ich keinen Drehtag mehr hatte, spielte ja meine Figur doch noch wie im Totenkleide als lebendiges Haus eine wichtige Rolle und ich habe mich auch gefreut damals, dass ich das Angebot bekam, die Dokumentationen, die fünf, die gemacht worden sind, zu Voice-Overn, also dem meine Stimme zu geben. Und das verrät ja kein Geheimnis, wir versammeln uns gerade wieder neu und versuchen nochmal einen Kinofilm zu drehen mit dem Ding. Ich werde das Drehbuch jetzt erst in Kürze kennenlernen. Ich lasse mich sehr überraschen, aber ich weiß, dass es nicht die Komprimierung der gesamten Krankenhausgeschichte ist, sondern um was ganz, ganz anderes noch geht. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das noch ein bisschen am Leben halten können. Ansonsten finde ich auch den Mut von Vox sehr gut, nach drei Staffeln zu sagen, und jetzt ist Schluss. Jetzt wird es vielleicht nur noch schlechter am Ende. Weil es ist so vieles gesagt und Espinosa hat uns das auch alles erfinden und neu erfinden und drehen lassen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich in diese Serie drin bin und die gehört zu meinem Leben. Du hast mir schon ein bisschen so meine nächste Frage vorweggenommen. Sorry. Du bist beim Kinofilm wieder dabei. Ich weiß es ja. Meine Agentur hat mir vor 14 Tagen rechtssicher mitgeteilt. Hat mir auch die Anzahl der Szenen genannt, aber dazu sage ich jetzt nicht so viel. Da wollen wir mal gucken, was das bedeutet. Du bist auch als Regisseur tätig. Gibt es so ein Stück, wo du sagst, das würde ich unglaublich gerne einmal inszenieren? Naja, ich habe vieles davon gemacht. Also was ganz besonders ist, durch meine Arbeit, auch Zugewandtheit zum Film und Beschäftigung mit Filmgeschichten,
habe ich ja 2 bis 3 Filmadaptionen bereits in Halle auf die Bühne gebracht mit großem Erfolg. Fassbinders Angst, Essen, Seele auf oder ein ganz anderes Sujet, den französischen Film Ziemlich beste Freunde. Und so geht es auch weiter. Aber jetzt, es gibt immer Stücke, es gibt vor allem Themen, die mich interessieren. Also es gibt, ich suche jetzt zum Beispiel zu dem großen, finde ich, auch irrtümlichen Thema Me Too, was ich auch sehr irrtümlich behandelt finde. Ich finde es richtig, dass das alles ans Tageslicht kommt, aber die richtigen Schlüsse müssen rausgezogen werden. Zum Beispiel, dass sich dahinter eigentlich eine Form von affinanzieller, erstmal zunächst Machtübernahme über Menschen herausgeprägt hat und dass es um das Machtgehen in uns geht, in Demokratien. Dass wir sozusagen das absolutistische Gen in uns nicht ausleben können, was wir auch haben durch unsere lange, lange psychische, genetische Geschichte in der Menschheit. Und ich suche da ganz bewusst und ganz konkret auch nach Stücken und Themen heraus, um diese inszenieren zu können. Und da gibt es einiges, wo man in der Klassik bereits fündig wird natürlich. Ne, ist, Maria Stuart ist ein ganz wichtiges Beispiel zum Beispiel, das habe ich aber schon gemacht. Oder auch bei Shakespeare ist es Richard III., so, wo diese Themen sehr, sehr nah abgearbeitet werden. Und in der Moderne, ich sage mal so, orientiere ich mich an der Qualität von Drehbüchern und klopfe auf die Qualität der Drehbücher oft auch die Dramatik ab. Und da bin ich auf der Suche nach immer wieder neu, nach neuen Stücken, denn wir heißen ja auch Neues Theaterhalle. Wenn du mal nicht arbeitest, so einen komplett freien Tag hast, was machst du da gerne? Gibt es noch irgendwelche Hobbys? Also zu meinem letzten runden Geburtstag, da hat mir die Familie ein Paddelboot geschenkt. Ich wohne am See hier bei Berlin, in Berlin. Und ich war nicht gewusst, wie gerne ich das mache. Ich schwimme sehr gerne, ich fahre sehr gerne Rad, aber das sind jetzt so die ganz allgemeinen Dinge. Aber am allerliebsten, soll ich dir das ehrlich sagen, am allerliebsten, es kann auch nachts sein, wenn ich richtig frei habe, ich bin Fußball-Junkie, dann suche ich mir, und wenn es irgendwo ist, auf irgendeinem Sportkanal oder irgendwo noch ein altes Spiel raus, und wenn es die brasilianische 6. Liga ist und gucke dieser Bewegung zu und komme in meine Gedanken, wie andere ins Aquarium gucke ich in diese Bewegungsabläufe, was mit dem Ball passiert und was da passiert. Und bei mir bilden sich Gedankenräume und ich kann ganz entspannend auf neue Ideen kommen. Aber das mache ich richtig, richtig sehr, sehr gern. Und das Zweite, was ich sehr gern mache, immer zunehmend gerne, und das ist auch so schön wichtig, ich habe ja schon Enkel. Und das ist toll. Man ist nicht ganz direkt verantwortlich, ist aber eine der wichtigsten Bezugspersonen. Man ist ja Star für die und diesen Starverein. Ist das toll? Und also das sind so natürlich Dinge. Ja, das ist es eigentlich, womit ich mich sehr gern beschäftige. Dann sind wir auch schon fast am Ende, bevor noch einige Fanfragen kommen. Gibt's noch so einen großen Traum, wo du sagst, den würde ich gern noch mir erfüllen? Ja, ich sag den auch. Also mein Traum wäre, das Beruf des Theaterschauspielers, Schauspielerin, umgekehrt Filmschauspielerin oder TV-Medien, ne, ist so getrennt durch die Industrialisierung des Theaters und Industrialisierung des Films. Beides sind aber im Grunde genommen keine Profitunternehmen. Das ist es in Deutschland nicht. Und das ist so scharf getrennt voneinander. Und ich suche nach der Verbindung, dass ein Schauspieler, Schauspielerin, beide sowohl auf der Bühne als auch im Film, sich geplant und miteinander vorbereitet, durchs Leben begleitet werden können. Und mein großer Wunsch wäre, eine Agentur zu gründen, mal irgendwann, auch wenn ich mit meiner Intendanztätigkeit fertig bin, eine Agentur zu gründen mit einer Bühne. Das heißt, ich würde gerne ein Theaterhaus übernehmen, was gleichzeitig eine Film-, Fernseh-, TV-Agentur ist und dort mit einer großen Familie zusammen verschiedenen Produktionsgruppen des Filmgeschäfts zusammen letztendlich geplante Miteinanderarbeit, auch gemischte Arbeit machen. Davon träume ich noch, weil ich glaube, diese Verständigung unter uns gehört zur Erweiterung unseres, wie sagt man, ach, herrlichen seelischen Kreise. Es hat nicht nur was mit Geld zu tun. Und das ist auch eigentlich, dass man sich da vielleicht auch Geld, indem man ja eine Agentur zahlt, man ja miteinander ein und gibt davon ab, von dem, was man gemacht hat, dass man da so wie in einer großen künstlerischen Kollekte miteinander und voneinander gut und familiär und jeder auch für sich individuell leben kann. Das erträume ich mir. Ein sehr, sehr schöner Traum. Und jetzt machen wir noch ein paar Träume von deinen Fans wahr. Und zwar ist die erste Fanfrage: Wie sehr haben dich die Aussagen von Albert Espinosa, dem Autor vom Club der Roten Bänder, inspiriert? Sehr. Also sie haben gerade durch ihre Einfachheit
Und sie sind so einfach genial. Ich vergleiche sie mit Shakespeare. Also der wichtigste Satz, es gehört nicht, es kommt nicht darauf an, zu sterben, sondern es kommt darauf zu wissen, dass man sein Leben gelebt hat. Das war sicherlich einer der zentralen wichtigen Sätze. Oder nach dem Tod von Alex in der ersten Serie, die Frage, das ging es um den Mond, also um die Träume, um das Pusten. Also diese Bilder, diese Kindbilder, den Mond anzupusten, was das bedeutet, sich in die Wimper zu ziehen und zu pusten, Verantwortung zu übernehmen für seinen Traum. Und da kommt er zu dieser wunderbaren philosophischen Komponente zu sagen, ich übernehme, wir Freunde übernehmen bestimmte Prozentzahlen der Lebensträume unserer verstorbenen Freundes mit und leben ihn weiter. Also habe ich 20% bei dem und ich habe 40% von dem. Ich habe vielleicht noch 1,5 Menschen zusätzlich in mir. Das ist eine unglaublich mutmachende Philosophie, finde ich. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und hat mich eigentlich bestätigt. Denn im Grunde, im Innersten meiner Seele sind das genau die Formulierungen, nach denen ich wahrscheinlich mein Leben gesucht habe. Und die hat Espinosa für mich gefunden. Wie hast du die Dreharbeiten für Club der Roten Bände empfunden und welches Erlebnis ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Das Wichtigste waren den Dreharbeiten. Es waren 4 junge Regisseure, es waren junge Schauspieler. Ich war, wenn man so will, eigentlich der Älteste gefühlt. Es war ein junges Set und diese generationenübergreifende Neugier aneinander. Auch ich fühlte mich nicht nur gebraucht, ich fühlte mich regelrecht gemeint und auch im Alltag zu allen möglichen Lebensfragen befugt, Antwort geben zu dürfen. Und das ist vielleicht das eine und wirklich eine ganz verantwortliche Arbeit in diesem schnellen Zeittakt, die miteinander gemacht wurde. Mich hat besonders beeindruckt, dass die 4 aufeinanderfolgenden Regisseure, dass ich denen nichts erklären musste, wie meine Figur jetzt verläuft. Sie haben das alles zusammen entwickelt, mit großer Verantwortung da gearbeitet, an der hohen Professionalität. Kameramann, der Tonmann, an dem ich mich erinnere, also super Typ auch und super genau und schön einfach. Requisite, kann ich nur sagen. Und eigentlich eines meiner schönsten Erlebnisse, das hören die Produzenten vielleicht nicht so gerne, aber ich sag's mal jetzt doch, war, ich hatte einen Urlaub in Irland gemacht und es haben sich durch Drehplanänderungen, und da habe ich gesagt, okay, ich komme im Urlaub rübergeflogen. Und wirklich in einer wichtigen Szene, in der 5. Folge der 1. Staffel Basketballspiel, wir waren ja wetterabhängig, verzog sich's immer weiter und immer weiter und dass selbst der Regisseur darüber informiert war, dass ich sozusagen meinen Urlaub hergegeben hatte und er das so timte, dass ich sozusagen unsichtbar aus dem Kamerabild irgendwann in einer Einstellung verschwinden konnte, nicht da sein musste, damit ich meinen Flieger kriege. Alles das hängt miteinander zusammen. Ich sage mal, das ist mein schönstes Dreherlebnis, dass man auch füreinander und das Leben des anderen da sein konnte. Und die letzte Frage, welche Szene hat dich beim Dreh vom Club der Roten Bänder am meisten amüsiert? Es gibt eigentlich 2, also sehr amüsiert hat mich dieser, obwohl ich da gar nicht so viel zu tun hatte, dieses Rollstuhlrennen. Auch wie es dazu kommt, von dem Ergebnis her und auch hier die Dialoge der Protagonisten zueinander, hat mich einfach beeindruckt. Also ich konnte da auch zum Teil vor Lachen nicht mehr, wie sich Menschen im Rollstuhl so die Kante geben können. Also verbal, ne? Und so. Und das Zweite vielleicht, für mich, da konnte ich auch nicht mehr vor Lachen. Weil gibt's die Szene, Basketball, ich soll sie trainieren und der Alex sagt zu mir, ey, du uns trainierst, zeig erstmal, was du kannst, ich stehe mitten auf dem Feld. Die Kameras liefen noch nicht, wir probierten das nur und warf den Ball so einfach mal rüber und er landete direkt auf dem Ring. Also so ein das erstaunte Gesicht von Olli, das werde ich nie vergessen. Er sagte, daran habe ich Tage trainiert, ich krieg das nicht hin und so. Und ich habe gesagt, pass mal auf, in der langen Kamera, eine lange Kamera auf eine kurze, dass wir es einfach beim Drehen mitnehmen, vielleicht klappt's ja. Es klappte. So und ich weiß noch, wie ich mich vor Lachen selber nicht mehr einkriegte, wie einfach es ist, Leute zu beeindrucken über einen Zufall. Und das ist das, worüber wir ein Leben lang nachdenken. Wie schaffe ich was zu beeindrucken? Wie schaffe ich eine Spur zu hinterlassen? Und sie sind alle Zufall. Auch wenn ich früher mit Ballsportarten umgegangen bin. Aber ich kann es nicht. Das ist Zufall. Ich habe es nicht trainiert. Das ist alles okay. Wir hatten Glück.